Willkommen zurück zu Dark Souls 2 und weiter geht's! Yay! Wir haben endlich dieses böse Viertel da hinter uns gebracht und sind bereit für das nächste Viertel. Oh Gott, das ist schon wieder so ein großer. Nee, das ist nicht so ein ganz großer, das ist so einer. Den sollten wir ja noch hinbekommen. Ja, da werde ich jetzt meine Seelenpfeile leer. Was? Was hat der eben gemacht, bitte? Au! Wo kommst du denn her? Eine Kacke manchmal. Ganz ehrlich. Ah! Ja. Jo. Was ist das für eine Taktik? Und im Liegen steht er dann mit einem Salto auf. Das ist ja lustig. Das ist ja fast lustig. So, was ist mit dem anderen Depp? Hallo? Einfach mal vorbeischauen und schlagen und dann wieder abziehen? Nicht mit mir? Vielleicht war das der Brandbombenwerfer und er hat gemeint, ich treffe nicht mehr und komme ich mal runter. Das könnte natürlich sein. Och, das war ja eine tolle Art, Cut zu machen hier. Ich fühle mich sofort wieder im Geschehen drin. Na gut. Also, das letzte Mal, wie gesagt, musste ich ein bisschen Backtracking für mich betreiben und es für euch gezeigt zu haben. Jetzt jedoch ist es für uns beide wieder blind und neu. So, da hinten. Oh, okay, Blitzdamage. Nicht, dass ihr da gleich zusammenpuzzelt und mich überrascht von hinten, ne? Das hätte ich jetzt keine Lust drauf. Oh, das sind ja schon wieder... Ah! Der ist ganz schön schnell. Aber den hätten wir. So, jetzt du. Okay, ist gut! Ich lebe noch! Gott, ich bin runtergefallen. Leb noch! Oh, shit! Oh, nicht mehr lange! Shit! Ist gut jetzt. Leute. Ach Gott, das sind so viele. Nein. Shit, das war ein schlechtes Timing, Kasse, mein Timing! Ach komm, das waren jetzt echt viele. Oh, aber schön zu wissen, dass ich von da einfach runterspringen kann. Ja, da hüpft der nächste runter. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der reguläre Weg war. Oder ob das ein Bonus da unten ist. Toll. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Denn im letzten Part haben wir mit Mühe und Not dieses hässliche Gebiet gecleant. Das wiederum bedeutet, dass ich jetzt durchrushen darf, wenn ich es denn kann. Ich meine es zu können. Wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt, ich lasse mich gleich hier runterblumsen. Ich ignoriere die Leiter. Mach den Weg frei. Oh Gott, ich bin so gut. Ein Riesenschwert, aber ich triff nicht. So, jetzt ist der Typ leider wieder in der Mitte. Der wird mich wohl dran hindern wollen, dass ich da durchrushe, aber ist mir egal. Ich schaff das schon. Oh ja, ich schaff das ja ganz toll. Oh ja, nicht das schaffe. Aber egal, wir sind schon wieder da, wo wir den Part begonnen haben. Und los. Muss ich natürlich weiterrennen, ist klar. Ach ja, jetzt sehe ich das erst, wie die sich aufbauschen und so. Mir war relativ wumpe. Ich bin hier jetzt durch. Da hinten bin ich gestorben. Ich hab sogar den Bock, da wieder runter zu gehen, eventuell. Aber diesmal versuche ich erst... Ich weiß jetzt halt nicht, was alles hinter mir ist, deswegen versuche ich ganz schnell zu machen. Hä? Was? Du bist mir ja einer. Oh, der hält auch sehr viel aus. Ah, verdammt. Okay, erstmal den anderen. Oh, Leute, ist das fies. Aber cool. Scheiße, da ist schon der nächste. Ich hau ab. Obwohl, ne, ich schaff mit dem wenig Leben, schaffe ich das nicht. Shit. Immer noch mit der Gefahr, dass das hinter mir ist. Oh, ey, das ist echt böse, diese Elektrokugel dann. Nein, nicht schon wieder. Oh, komm, ey. Jetzt stirb wenigstens du mal. Nein! Nein, die nächste Kugel. Ey, leg mich auf Keppel. Ist jetzt gut. Oh Gott. Ja, jetzt lerne ich die Gegner langsam so richtig kennen, was die drauf haben. Und dahinter ist jetzt der Große. Ich hab's befürchtet, dass der jetzt nachkommt. Weg. Den will ich nicht machen. Lass mich durch. Ja, Russian war eine geile Idee. Russian war so eine geile Idee. Du stirbst jetzt. Ey! Nein! Nein! Oh, ist das eine fiese Kuh da. Also, ich weiß nicht, sieht irgendwie weiblich aus. Eigentlich undefinierbar, ne? Ah, das hätte ja fast funktioniert. Im Grunde.
Ich hab nur nicht damit gerechnet, dass die so viel aushält, die Olle. Machen wir das anders. Eigentlich hat mein Rushen am Anfang ja geklappt. Ich meine, das große Vieh kam nicht nach. Die zwei, drei kleinen Ritterleins kamen nicht nach. Und der andere Feuertypi wäre auch nicht nachgekommen, wenn ich nicht wieder so meterweit zurückgelaufen wäre. Und deswegen will ich das jetzt nochmal probieren. Ich könnte natürlich auch den sicheren Weg gehen und alles clean und so weiter. Aber ich habe keinen Bock. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es klappt, wenn ich mich nur anstrenge. So, das habe ich schön gemacht. Bringt mir zwar herzlich wenig. Yo, yo, yo. Lass mich mal durch hier. Der Große ist anscheinend jetzt wieder auf Wanderschaft. Finde ich gut. Und durchrennen. Ja, toll. Durchrennen, durchrennen, durchrennen. Weil wenn ich da durchrenne, dann kriegt der eine gar nicht mit, wo ich hin bin. So. Komm ich auch hier durch. Jetzt mache ich noch nicht die eine. Jetzt mache ich erst den. Ah, shit, da ist noch eine Elektro-Tussi. Na toll. Verdammt! Die hindern mich einfach immer dran. Ah, weg, weg da. Weg da. Einfach runter. Jo, genau. Da waren wir schon einmal. Wo geht's denn hier weiter? Ich hab keinen Bock mehr. Nebelwand, ja, komm. Was wird da schon sein? Ich meine, hey. Hopp, komm. Nein! Oh! Wenigstens Nebelwand sterben. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich glaube, da ist hinter mir noch ein Vieh. Oder was? Ja, da war die Tusse. Eine schöne Figur hat sie, ja. Okay, okay. Ich geb's zu, das wird mit Rushen nicht funktionieren. Die Gegner einzeln sind kein Problem. Aber in Kombination jetzt mit diesen Blitzviechern tun sie mir da doch einiges an. Ich werde eine Menschlichkeit schlucken. Also, ich werde weiterhin bei der Taktik bleiben, zu versuchen zu rushen. Allerdings nur am Anfang. Sobald das mit den Elektroviechern losgeht, versuche ich dann hier zu säubern. Weil die kommen ja nicht nach hier, die Gegner. Das ist ja chillig. So, jetzt komm, trink gleich was. So witzig kommt es dann nämlich wieder an, da bin ich mir sicher. Oh ne, der Große ist wieder da, der Große ist wieder da und ich komm hier nicht raus. Doch. Ey. Gleich schon wieder was nehmen hier. Und los. So, da noch vorbei. Obwohl, wenn ich den vielleicht mache. Ne, da ist zu viel los. Jetzt habe ich zu lange gezögert. Jetzt habe ich eventuell das Pech und werde wieder bedrängt von hinten. Ja, toll. Jetzt kommt der auch noch nach. Komm weg. Ich würde sagen, erstmal runter und dann versuchen, da unten zu dienen. Oh, ey, wenn ich hier nur nicht so viel Schaden gleich bekommen würde. So. Nein! Nein! Lass mich doch mal! Na gut. Ich glaube, es klappt halt doch nicht mit dem Rushen, aber es ist so eine zeitwierige Kacke. Aber gut, wenn ich es nicht schaffe, dann ist es noch zeitwieriger. Das sollte ich mir vielleicht zu Herzen nehmen, dass ich zumindest die, wo draußen sind, dann halt mache, damit mich nichts mehr hinten rücks angreifen kann. Also die muss ich ja nicht, aber halt alles andere dafür. Was ist jetzt der Plan? Das ist jetzt nur mal keine Ahnung wie viel. Aber erstmal rausschaffen, ne? Wäre ganz nett. Mann. Krank. Ja, dass ich die Tür nicht hinter mir zumachen kann, das wäre jetzt echt gut. So. Erstmal hier hinten hin. Hier verweile ich jetzt erstmal mit dem Typen. Hopp, noch einmal. Jawohl. Haben wir wenigstens den mal geschafft. Was kommt mir jetzt hier nach? Ja gut, du darfst nachkommen.
Mit dir habe ich ja kein Problem, weißt du? So. Ah, jetzt gern Quicksave machen, ne? Das wär's. Nee, aber jetzt können wir das ja ganz chillig eigentlich angehen. Solange der Feuerteufel da hinten nicht nachkommt. Wenn wir jetzt nämlich anfangen, die zu locken. Sobald halt was kommt. Ist jetzt schon was hinter mir? Nee, der steht auch nicht auf. Der macht keine Anstalten, dass er aufstehen will. Ich weiß ja jetzt, dass ich da relativ keine Chance habe. Wenn die mit ihrem Elektro... Ah ja, natürlich. Das ist eine miese Nummer, oder? Eine ganz miese Nummer, aber ich habe euch durchschaut. Ich habe euch durchschaut. Deswegen klappt das auch nicht, weil ich einfach immer hinterrücks so fiese Angriffe bekomme. Du kommst jetzt mal her, wo kein Elektrofuss ist. So. Jetzt bin ich dran. Und schon bist du ein Schwächling. Dein Kamerad auch, wenn er sich mal blicken lassen würde. Aber das tut er nicht. An sich ist die Kugel nicht schlimm, wenn man sie abwehrt. Ja, wenn. Ich jetzt vielleicht mich beeile. Ah, verdammt, komm jetzt. Stirb. So, okay, gut. So, jetzt erstmal heilen. Und die vielleicht jetzt nochmal mit Zauber probieren. Mal gucken, was das abzieht. Nicht viel. Nicht der gewünschte Effekt, muss ich ja sagen. Aber sie wird dann selbst vom Zaubern wenigstens interrupted. Und somit ist das schon mal die bessere Variante. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich sehe da schon den nächsten Ritter auffloppen. Bleib da, wo du bist. Ah, du Miststück, du Elendiges. So, jetzt habe ich dich aber. Oder? Nein, die lebt noch. Hey. Schnell, da kommt der andere angeschossen. So. Ganz genau. Naja, fast richtig. Jetzt bist du dran. Komm. Yo, yo. Schluss jetzt. So. Ein böses Gebiet. Und ich dachte, das vorhin war schlimm. Von wegen. Gut. Jetzt ganz langsam. Weitermachen. So. Das ist gemein. Ich weiß genau, da kommen jetzt gleich zwei, drei noch rausgeschossen. Da oben. Oh, ey. So, jetzt will ich gar nicht wissen, was schon wieder hinter mir los ist. Deswegen laufe ich zurück. Haha. Hast du dir wohl so gedacht, hä? Aber anscheinend kommt doch niemand mehr. Wir sind ungestört, das finde ich gut. Ich werde jetzt aber mal zu den... Interessant, dass die auch so Nahkampfskills jetzt haben, ne? Das ist sehr interessant eigentlich. Oh, oh. Das war knapp. Oh, oh. Scheiße. Nein, das ist total gemein. Voll die Ninjas hier, wie sie mich backsteppen. Das bin ich von NPCs eigentlich nicht gewohnt. Geil. Muss man auch mal erlebt haben. Oh, oh, ja, 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 ist gut, ist gut. Komm, wir gehen doch wieder über zum Schwert, wenn du so auf Nahkampf auf einmal stehst. Ja, mir die Blitztussi ja doch besser gefallen, aber die Hammer auch. Ist mit dem Schwert eigentlich keine schwierige Sache, wenn man aufpasst. So. Klappt doch. Klappt doch. Diesmal fallen wir nicht eher runter. Diesmal hole ich mir erstmal das hier. Ein Menschenbild. Okay, das werden wir bestimmt noch brauchen. Und hier ist der reguläre Weg nach unten. Huh? Was haben wir hier? Ja. Ja, theoretisch könnte ich auch runterspringen, aber wer will das schon? So, okay. Ich könnte runterklettern, aber ich will eigentlich erstmal aufräumen. Hier unten sind doch jeder... Ja, es ist so gemein, ne? Wie sie halt erstmal im Boden irgendwo versunken sind. Aber gut, ich kann sie ja beschwören. Also aus ihrem Boden heraus beschwören. Und latsch dann wieder hoch. So, die Party ist schon in Gange. Da sehe ich den ersten da hinten. Der mir es verwehrt hat. Oh. Ja, durch die Nebelwand zu gehen. So, und jetzt mache ich die total gemütlich. Zumindest ist das mein Vorhaben. Ja, jetzt sind sie alle da. Wie krass. So, darf ich dich bitte anvisieren? Nein, ich darf sie nicht anvisieren. Den darf ich anvisieren. Na, immerhin. So. Sehr anfällig gegen die Magie. Dann war hier noch ein Bogenschütze. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Auch der ist weg. Dann haben wir hier noch einen Kamerad.
Nennt mich ruhig feige, aber... Ihr wisst ja, wie die mich zermatschen. Wenn ich es nicht so mache. So, der ist auch hinüber. Dann ist nur noch da hinten einer. Ich denke, jetzt können wir es uns langsam trauen, runter zu gehen. Den kann ich eh nicht anvisieren, so weit weg wie er ist. Okay. Können jetzt natürlich noch einige nachkommen. Vom Boden raus, aber das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Oh, kommt da hinten dann ernsthaft ein Boss? Ich hoffe ja nicht. Das ist echt... Das wäre echt ein sehr böser Laufweg. Wird mir gar nicht gefallen. So. Na, bist du wirklich so ganz alleine? Alles klar, Leute! Jetzt nehme ich die Range meiner Waffe. So. Okay, noch jemand? Noch jemand aufs Maul hier! Bin gerade in Stimmung. Da hinten ist meine Leiche. Was haben wir hier? Seele eines großen Helden. Und flupp. So, machen wir es alle erst wieder kaputt. Jetzt können wir uns ja in Ruhe mal umschauen. Hier, da hat noch jemand mir was liegen lassen. Wie freundlich, aber auch. Ah, da haben wir was. Was ist das? Noch eine Seele. Geil. Her damit. Noch eine große Seele. Mensch, hier können wir ja Seelen farmen. Im itemtechnischen Sinne. Gut. Gut, gut, gut. Ich habe die Gegend auch mal gecleant. Ich fasse es ja nicht. Jetzt gucke ich mir noch so ein bisschen den Abgrund an. Vielleicht kann man irgendwo sich runterfallen lassen. Nee, also auf der Seite schon mal nicht. Okay. Da muss ich wohl zum Boss. Oder zum Bitte sei ein Gebiet. Bitte sei ein Gebiet. Oh Gott, das können sie mir nicht antun. Oder ich gehe hier weiter runter. Was bringt mir das? Ich guck mal. Vielleicht gibt es noch ein Leuchtfeuer. Das wäre natürlich episch. Wenn hier irgendwo ein Leuchtfeuer wäre. Das wäre zwar fast schon wieder zu freundlich. Aber ich habe nichts gegen Freundlichkeiten. Bruder Stein. Haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Oh, da ist wieder so eine große Kette. Da hinten. Vielleicht ist da mein Leuchtfeuer, wer weiß. Da müssen wir rüber. Jetzt schauen wir hier in die Ecke noch. Okay. Hier, kann ich hier drauf? Nee, das ist zu tief. Da ist auch gar nichts. Na gut, dann wagen wir es uns mal, ne? Ich meine, da hinten auch eine Kiste erkennen zu können. Ich hoffe, das funktioniert. Na dann los. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich mag solche Momente nicht. Ich stelle mich da immer so schusselig an. Wisst ihr, was das Allerfieseste wäre, wenn jetzt ein Gegner käme? Dann würde ich heulen. Nein, ich muss schnell machen. Noch ist er nicht auf der Kette. Der wird wahrscheinlich hinter mir kommen oder direkt vor mir, ich weiß es nicht. Ich bin drüben. Wo ist der Depp? Oh Gott. Muss das jetzt sein? Ich habe ein Leuchtfeuer erhofft. Hi. Ah ja, okay. Du bist so einer. Sieht's aus? Okay, 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 okay. Beruhig dich doch. Beruhig dich, beruhig dich. Oh, der schmeißt. Ah, der hat was geschmissen. Penner. Okay. Hol mal gleich das... Wo rennt denn der hin? Bitte? Ja, okay, ist egal, weißt du. Ich meine, dann hole ich mir schnell mal die Kiste. Aber bitte schnell. Mit dieser Asketendurchfeuer-Natur. Das hat's ja jetzt gebracht. Wo ist denn der jetzt hingerannt, bitte? Warum? Ist da unten was Tolles? Ich sehe nur Feuer. Hm. Also da ist jemand. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es mein Gegner war. Nee, anscheinend nicht. Wieso ist der jetzt runtergerannt? Hat er Angst? Habe ich Angst gemacht oder was? yo, interessant. Ich werde dann ihm mal folgen, ne? Was haben wir denn hier? Aus dem Nichts! Yo! Interessant.
Nebelritter, die aus dem Nichts erscheinen und mich bombardieren. Ganz schön dunkel, wenn man da weiter runter geht, finde ich. Okay, die sind jetzt aber nicht so das Problem, finde ich. Ich hab's irgendwie mit dem Wort finde dich, finde ich. Finde ich nicht nett. Mehr umgehen hier. So. Ah, komm, ey, der hat nicht mehr viel. Reicht der eine noch. So. Ja, ich muss gleich mal Zauberkräuter trinken, sonst wird das nicht gut enden. Aber ein Stückchen Lauf. Oh, oh, hier wird es aber sehr bös dunkel. Ich glaube, da brauche ich eine Fackel oder so. Ach, herrje. Was ist denn jetzt? Oh, Gift? Was? Ich hau ab. Ist ja schon gut. Oh nein, hier ist eine giftige Stimmung hier unten. Toll! So, einfach so generell mal Gift. Jo. Alles klar. Wie gemein. Dagegen kann ich ja nichts tun, ne? Ey, das ist doch brutal. Also es ist Fluch oder Tod oder... Es ist auf jeden Fall nicht gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie ausmachen kann. Dieses Problem. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hier anstellen sollte. Ich kann hier aber immer noch Gegner anvisieren. Lustigerweise. Aber das Clean bringt mir nichts, wenn ich mich nicht runtertraue wegen diesem üblen Gift. Na gut, dann würde ich aufgrund dieser Tatsache vorschlagen, dass wir doch erstmal in die Nebelwand gehen. Vielleicht brauchen wir noch etwas, damit uns das nichts mehr ausmacht. Und ein Leuchtfeuer gibt es hier anscheinend eh nicht. Also gehen wir wieder rüber. Los. Kann eigentlich relativ chillig hier rumlaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da immer so anstelle. Ich meine, die Kette ist ja auch eine Nummer dick. Zum Glück. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß ja nicht, was uns jetzt erwartet, deswegen... Oh, wir sind schon wieder am Ende des Partes. Tja, Leute, dann gibt das jetzt ein fieser Cliffhanger. Obwohl, wenn ich jetzt gleich sterbe, dann können wir das noch schnell mitnehmen. Ich weiß, ich bin sehr optimistisch. Wir könnten eigentlich durch ein Menschenbild erahnen, ob es hier einen Boss gibt oder nicht. So, mal schauen, ob jetzt hier irgendwo eine weiße Schrift zu erkennen ist. Wenn nicht, dann bin ich guter Dinge, dass das nur ein Gebiet ist. Und das sieht gut aus. Hier unten sehe ich auch nichts Weißes rumflackern. Vielleicht war da hinten die... Das glaube ich aber nicht. Okay, ja dann. Trotzdem werde ich jetzt ein paar, weil ich es eben nicht besser weiß, Zauberkräuter zu mir nehmen. Damit ich überhaupt eine Chance habe. Nee, Quatsch, kein giftiges Moos. Da, Dämmerungskraut. Eins reicht erstmal. Und los geht's. Kein Boss. Ah, sehr gut. Dann geht's hier das nächste Mal weiter. Bei Let's Play Dark Souls 2.